Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. In der letzten Folge haben wir nicht alles geschafft, deswegen habe ich jetzt schon die nächste Folge am Start. Und zwar, wir gucken mal nach dem Löwen, der direkt krepiert ist, aber eine rostige Laserpistole in der Hand hat und eine Kampfrüstung. Oh, Paula in Not wird heute auch noch gemacht. Jason. Oh, sieht irgendwie anders aus. Mrs. X. Wo ist deine Kleidung hin? Naja, ich verwechsel diese Person immer mit Mrs. Handy. Lero. Komm zurück. Da ist dein Teddy. Reiner Zufall, komm zurück. Komik-Outfit. Keine Ahnung, ob du die vorher hattest. Ich denke schon. Jessin, ein Superkleber. Endlich jemand, der was Nützliches mitbringt. Das muss hier der Professoren-Outfit sein. Der denkt sich immer, yeah, Kleber, da kann ich dran schnüffeln. So, Tywin. Ein Teddy sehe ich gerade bei dir. Fallout Boy. Ein Globus. Du hast ganz schön viel gefunden. Aber leider nichts Gutes. Und Maggie, das läuft noch. Ein Tag, eine Stunde. Bin ich immer gespannt, was der so mitbringt. Na gut, na gut, na gut. So. Dann wollen wir mal zu Deadline kommen und Julian. Julian ist auf jeden Fall unhappy drauf. Das wird's bringen. Wir schicken euch zur Spielshow Feuerprobe. Deadline und Julian. Und was haben diese beiden Kandidaten heute mit dabei? Da. So, 18 Stims nehmen sie auf den Weg. Ne, das ist Baxi. Der Dein nimmt wahrscheinlich alles mit. Ich hab's leider gelöscht. Frag mich nicht warum. Aber wahrscheinlich steht's hier bei Questanmeldung. So, die Quest würde aber. Ja, bla bla. Ah, so. Julian nimmt 15 mit. Julian, schreibt das nächste Mal bitte bei Stimps und Reds rein, sonst siehst du ja, sonst hätte ich einfach nur die von Deadline genommen. So, oh, ach so. Julian nimmt die letzten, Deadline nimmt die letzten 10 mit und Deadline, wann lernst du es denn? Sag mir doch einfach, was du alles mitnimmst. Jedes Mal muss ich in dein scheiß Inventar gucken. Und dann die Flusen aus deinen Taschen sammeln, um zu gucken, wie viel Redaway da drin ist. 14. Bin ich mal gespannt, ob die das zusammen schaffen, vor allem mit dem Schlafanzug. Wieso hast du immer noch den Schlafanzug an? Dinge, die. Ja gut, Deadline mit seinem Verstärker. Ja gut. Ey, ich denke schon, dass das klappen würde. Also. Schauen wir mal. Quest beginnen. Da kommen die Kakerlaken raus. Cynthia, geh mal weg. Lass die mal da rechts hinlaufen. Ist schon in Ordnung. So. Kommen wir zu Paula in Not. Und dann gucken wir uns die Quest an, die wir als nächstes machen müssen. Für die ihr euch versammeln müsst. Befreier Paula Plumpkin. Die war Hosenkobold und Mrs. Handy. Da, die ist die mit dem Kleid. Jedes Mal. Jedes Mal komme ich nicht drauf klar. Jetzt geht doch da rein. Hör auf, da rein zu zoomen. So. War mittelmäßig groß. Das gefällt mir nicht. 2. Bin mir nicht ganz so sicher, ob das was wird. Okay, Hosenkobold. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Das sind eigentlich die Stimpacks von Mrs. Handy, ne? Aber wir machen das so, dass ihr das jetzt alles teilt. Was soll's. Bisher hatten wir ja noch keine Schwierigkeiten damit. Ich meine, selbst wenn Mrs. Handy ihre Stimpacks nur alleine nimmt und Hosenkobold sterben lässt,
Sie würde alleine hier drauf gehen. Ich glaube, das würde keinen Sinn machen, dann alles akribisch zu teilen. So, wenn ihr das jetzt noch schafft, habt ihr hier drei Gegenstände, die ihr plündern könnt. Oh, Hosenkobold. Oh je, oh je, oh je. Wenn ihr das noch schafft, könnten hier Radaway und Stims drin sein. Schieß doch endlich! Ah, er lebt doch. Er lebt doch. Stirb nicht. Okay, Miss Six. Es ist dein Auftritt. Ja, gute Nacht, Hosenkobold. Du kannst dich noch da ein bisschen halten. Haben wir irgendwas, um dich zu verstärken? Dann ziehen wir das hier an, währenddessen wir hier unterwegs sind. Es könnte dir helfen, das hier zu überstehen. Die Frage ist, wo gehen wir hin? Wir haben jetzt mehrere Wege frei. Gehen wir in den kleinen Raum hier. Okay, nice. Da ist noch ein kleiner Raum. Kleine Räume sind ganz gut. Ich vertraue den kleinen Räumen. Okay, gehen wir hier oben rein. Ah! Wir sind wieder falsch. Du kannst es schaffen, Mrs. Handy. Du kannst es schaffen. Ich vertraue auf deine Stärke. Ich glaube, das wird nichts. Kannst dich wieder umziehen. Das wird nichts. Er hat mein Bestes gegeben. Aber, ja. 690 Kronkorken verliert ihr. Schade. Also wir teilen das natürlich durch zwei. Ja. Schade. Ja, das war's. Zurück zur Vault. Zwei Stimpacks haben einfach nicht genügt. Schade. Kommt zurück. Habt ihr jetzt die Stims wieder dabei? Aber die bekommt ihr nicht von mir. Die werden dann der Vault gut geschrieben. Dann müssen wir es wahrscheinlich in Zukunft so machen, dass wir euch nicht wiederbeleben und dann direkt zur Vault zurückschicken. Eigentlich wollte ich immer, dass die Vault mit drunter leidet. Aber mittlerweile haben wir auch genug Kronkorken, dass es nicht mehr so sein muss. Ja, gut, dann müssen wir es jetzt anders machen. Schade. Aber ich muss mir halt merken, dass ihr diese zwei Stims nicht wiederbekommt. Okilidokili. So. Sammle 6 Waffen. Stelle 4 seltene Waffen her. Das wird eh nichts kommen. Finde 3 Freunde im Ödland. Das klingt einfacher. So. Gut. Du läufst mal dahin. Cynthia Walker. Cynthia Brooks. Du bist Shop Brooks. Dich habe ich gesucht. Du wirst direkt auf 10 katapultiert. Zack. Du hast jetzt einen E-Wert von 7. Und wenn wir jetzt bei der Sporthalle reinschauen, sehen wir, dass Pasco diesen Charakter gekauft hat oder möchte direkt auf 10 trainieren. Das heißt, du verlierst jetzt erstmal 800 Pasco. So, das dazu. Dann würde ich sagen, gucken wir noch mal. Lohnt es sich noch jemanden jetzt rauszuschicken? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, wir gucken uns jetzt einmal kurz die neue Quest an. Und das ist Klee im Kasper. Nee, wir müssen erstmal wieder zurück sein. Na gut, dann würde ich sagen, splitte ich hier die Folge. Und wir sehen uns dann 5 Minuten für die nächste Folge und quasi zur Lunchbox. Bis gleich, jetzt, sofort, für mich morgen. Überall, wo ich den Mr. Handy wegnehme, zack, keine Ressourcen mehr. Das ist echt nicht gut. Jedenfalls, wir haben jetzt noch ein paar Minuten von der Folge übrig. Und wir möchten heute auf jeden Fall noch schnell die Lunchbox öffnen. Und wir möchten Pasco erstellen
seine rostige Plasmapistole oder Plasmagewehr. Was war das? Da rostiges Plasmagewehr möchten wir bauen. Ich guck mal ganz kurz nach, ob er alles wirklich hat. So, Inventory, Pasco. Was hast du denn so Schönes? Du hast drei Wecker. Check. Inventory Pasco 2. Du hast zwei Mikroskope und drei Globuli. Tut mir leid. Achso, da. Nee, alles gut. Du hast da noch ein anderes Mikroskop drin. Da ist eine Leerzeichen. Ah. Okay, Julian, jetzt habe ich es gesehen. Da ist ein Leerzeichen drin im Mikroskop. Naja, sobald die jetzt weg sind, ist alles gut. Gut, dann bau mal schön. Zack. Zack. Dann ziehen wir hier noch ein bisschen was ab. Werkstatt. Remove. Money. Pasco 500. Zack. So, nun kommen wir zu meiner Wenigkeit. Da. Ich möchte Klamotten bauen. Die müssten dann morgen fertig sein. Und dann schauen wir mal. Wie sieht es eigentlich mit den Jungs draußen aus? Die sind schon bei der Spielschuhfeuerprobe drin. Sehr gut. Jetzt brauchen wir nur noch einen Termin. Oh, ist maximiert. Er hat gesagt. Er hat gesagt, ich brauche jetzt nur noch die Klamotten. Junge, Junge, Junge. Bau sie mir, bau sie mir, bau sie mir. Hä? Hä? Haben wir was vergessen zu geben? Was fehlt mir denn? Er ist verschwunden? Nee. Nee. Ah, das Bild ist verschwunden. Alles klar. Aber jetzt kostet nur 300. Nice. Dann ziehe ich mir das natürlich auch ab. So. Sehr schön. Jetzt kann es ja losgehen. Wie lange brauche ich? 9 Stunden. Ich könnte es zwar beschleunigen, indem ich mir ein paar Nuka-Colas kaufe, aber ich denke, 9 Stunden ist noch vertragbar. Ich spare sie lieber auch für legendäre Sachen, die ich bauen möchte. Na gut. Dann jetzt Lunchbox. Shop Brooks soll ja auf 10, ne? Wir sind jetzt auf 8. Alles klar, dann gibt es jetzt die 9. Oh, noch einer maximiert. Intelligenz. Und ich habe noch jemand anderen, der eine Nummer möchte. Allerdings, das ist auf meinem Handy und mein Handy ist da. Das ist meine Kamera. Ja, dumm gelaufen. Nice. Ich glaube, das war die 8. Ja, der sieht ihm am ähnlichsten, hat er gesagt. Mit der Militärkleidung, alles klar. Da ist er. Wie hieß er nochmal? Ich glaube irgendwie Satan oder so. Nein, er hieß irgendwie anders. Ich nenne ihn jetzt erstmal Satan, bis ich nachgucke. Wenigstens bin ich drin. Was? Alles klar. Das Level Up war einfach mal in der Luft. So. Hier haben wir noch ein bisschen was vor uns. Hier auch. Wir müssen auf jeden Fall die Leute zurückschicken. Ihr habt's ja verkackt. Zurück in der Vault. Da, ihr seid wichtig. So, ein Globus. Gebe ich einfach. Keine Ahnung, wen haben wir hier? Lord Huntington und Bugsy, ne? Ja, ihr seid zusammen mit einem Clan, das passt schon. Impro und Wrestler. Nichts Dramatisches. Auf jeden Fall ein paar Designs. Nice. So, Lero. Ein Teddy für dich. Reiner Zufall. Nix für dich.
Jessin, ein Superkleber für dich. Tywin Lannister, ein Teddy für dich. Warlord Boy, ein Globus für dich. Mrs. X, leider nix. Jason, leider nix. Der Löwe, auch nix, aber ist das erste Mal, dass du rausgegangen bist. Magisas kommt zurück. Oh, warte. Ein Tag, 7 Stunden. Ich kann's noch schaffen. Ich kann's noch schaffen. Ja, bisher ein Bramileder, eine Schaufel. Oh, du hast auf jeden Fall Schrott mitgebracht. Das ist doch nice. Da werden sich die Kollegen freuen. Und die Spielschuhfeuerprobe ist auch noch da. Ein rostiges Schrotgewehr. Baseballkleidung. Nice. Vielleicht machen wir hier ein paar Baseballspieler. Alles klar, jetzt wird's Zeit, Leute. Die Lunchbox. Das Event der Woche. Oder Kronkorken für die Vault. Eine verbesserte Kaliber 44 für die Vault. Eine Schaufel für den Shop. Wasser für nix. Und Timothy Crawford. Wir kriegen eindeutig zu viele Bewohner. Durch Lunchboxen. Es hatte ich noch nie. Noch nie. Naja, gut. Komm erstmal rein arbeiten. Ist ja voll. Stimmt, hier ist voll. Weißt du was? Timothy Crawford. Du gehst jetzt mal dahin. Welchen Level seid ihr alle? 2, 1, 13. Du, Mrs. Vault Explorer, du bist jetzt die neue 8. Bitteschön. Und du bist der neue Vault Explorer. So, brauchen ein paar gute Leute. Das Problem ist jetzt gerade nur, die Leute hier, sie sind nicht wirklich hochgelevelt. Das heißt, ich muss denen irgendeine Waffe in die Hand drücken. Diese hier. Und nach mal mit 25, na gut, sagen wir 10. 10 reicht endlich aus. Rausschicken, damit sie einmal kurz leveln. Das ist ganz wichtig. Dass die ein paar Level-Ups bekommen. Ja, das ist okay. 25, 7, passt schon. Und dann musst du eigentlich auch direkt raus. 25, 7. Haben wir einfach mal alle Stimpacks hier rausgehauen. Morgen werden wir wieder neue haben. Das geht ja so schnell. Aber die brauchen erstmal Startkapital sozusagen mit Waffen und hast du nicht gesehen, damit die uns auch wirklich irgendwie durchbringen können. Zudem gucken wir uns die nächste Quest an von dem, hast du nicht gesehen, das Glänzen irischer Augen. Das ist die derzeitige Quest mit 3000 Kronkorken, Leute. Versammelt euch mit 3 Leuten und wie immer bei Event-Quests, ihr könnt einfach mitmachen und die Stims, die ihr verbraucht, werden einfach abgezogen von dem Geld, was ihr bekommt. Also Leute, meldet euch für Schlangenaustreibung. Wie gesagt, jeder darf beim Event einmal mitmachen. Wir haben Baxi und Lordi schon durch. Das heißt, seht zu, dass ihr diese 3000 Kronkorken reinholt. Ich fühle mich gerade angesprochen. Irgendjemand hat gerade im Hintergrund gesagt, Zero macht die Quest. Und deswegen, falls sich da irgendwo eine Lücke auftut, ich würde mein Leben riskieren, um da mitzumachen. Um euch zu helfen. Bin ich nicht nett. Stufe 21, Schaden 9. Ja, cool, jo. Ja, auch 3000 Kronkorken. 22 Strahlenschutzanzug. Wie gesagt, das hier muss jetzt alles selbst neu gebaut werden, ne? Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Wir sehen uns morgen in aller Frische wieder. Ich bin wieder enttäuscht von der Lunchbox, die war nicht so dufte. Die nächste Lunchbox, wann wird sie kommen? Wahrscheinlich nie. Überlebe 6 Red Skorpion-Angriffe. Sammle 6 Waffen, ich hab's schon wieder verkackt, ne? Wieso? Haut rein, euer Zero, tschüss.